Hallo, alle zusammen. Ja, ich weiß, ich habe mich etwas länger jetzt nicht gemeldet. Es tut mir leid. Deswegen wollte ich ein kleines, ja, Schnatter, bla bla blub Video machen. Es ist momentan alles ein bisschen hektisch immer bei mir und ich weiß auch, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft etwas so bleiben. Das liegt zum einen daran, weil ich jetzt, ja, unter der Woche habe ich ja sowieso kaum Zeit, Videos zu machen. Und am Wochenende bin ich jetzt auch meistens immer unterwegs. Und ja. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich bin momentan dabei, vielleicht haben es das ja einige schon mitbekommen. Ich bin momentan dabei, ja, abzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwie erwähnt hatte oder so, aber manche wissen ja, dass ich bei Weight Watchers bin und beziehungsweise ich bin da schon seit irgendwie letztem Jahr schon angemeldet und ja, ich mache das online. Viele gehen ja zu den Treffen. Ich habe leider hier jetzt nichts in der Nähe oder so, wo ich sagen kann, okay, ich gehe dann da mal irgendwie abends dann dahin. Und ja, bin jetzt auch leider nicht so mobil, dass ich sagen kann, okay, ich fahre jetzt dahin mit dem Auto und ja, hatte dann überlegt, das halt online zu machen. Ich habe mir das angeguckt und ich finde das eigentlich ziemlich richtig genial, weil ich weiß nicht, ob das einige von euch online kennen oder für die, die es halt nicht kennen. Man hat halt ja ein Online-Profil und man kann halt alle Sachen, die man isst, eintragen in sein virtuelles Tagebuch. Und das Praktische ist, das wird einem alles schon selber ausgerechnet. Also man muss jetzt nicht selber immer die Punkte aufschreiben und wie man das halt immer so kennt und so weiter, sondern ja, man kann es halt sich online ausrechnen lassen, beziehungsweise da ist halt so ein Online-Programm, das macht das für einen schon und man kann alles Mögliche halt eintragen. Also sei es jetzt sportliche Aktivität oder irgendwie Rezepte sind auch online. Also richtig, also finde ich richtig, richtig klasse, weil man das auch unterwegs immer einsehen kann und immer eintragen kann. Und ja, finde ich deswegen super praktisch. Und ich habe ja noch eine Arbeitskollegin, die das auch macht. Und deswegen ist das immer so gut, dass wir ja uns dann halt ja so gegenseitig halt unterstützen können, was ich echt super finde. Und ja, wie gesagt, ich bin seit letztem Jahr schon da angemeldet, habe auch ein paar Kilos abgenommen, hatte dann zwischenzeitlich wieder so eine Flaute gehabt, wo ich dann mehr zugenommen habe, als ich, also mit dem Gewicht, als ich gestartet bin. Ja, jetzt hatte ich wieder angefangen und habe bis letzte Woche so 2, 3 Wochen immer so einen Stillstand gehabt, was ich ganz schrecklich fand, weil ich dachte mir, das kommt vielleicht so, wenn man, weiß ich nicht, am Anfang jetzt vielleicht irgendwie 10 oder 15 Kilo schon abgenommen hat. Und ich habe jetzt so um die 5 Kilo habe ich jetzt abgenommen. Und ich dachte, nein, doch jetzt nicht so früh. Bitte nicht. Hilfe. Ja, und das war halt eben mein Problem und ach, das ist dann natürlich schwierig, am Ball zu bleiben, aber ja, ich mache es trotzdem weiter natürlich und habe auch schon etwas abgenommen und ich habe halt festgestellt, dass ja, ich habe zwar schon vor Weight Watchers immer sehr bewusst gegessen, sage ich jetzt mal so, klar, gerade als Frau, ne, hat man ja immer so seine Momente halt, ne, seine kleinen Sünden, wo es halt nicht anders geht. Aber wenn man halt die Sachen sich aufschreibt oder notiert, ist es noch mal einen Tacken kontrollierter halt. Also man merkt so, oh, ja, an dem Wochenende hätte ich jetzt vielleicht noch mal irgendwie ein paar Cocktails mehr getrunken oder hier das Glas Rotwein oder vielleicht doch noch mal hier irgendwie am, ja, während des Fernsehens irgendwie Chips gegessen oder was weiß ich nicht was. Und man achtet da halt eben mehr drauf. So, jetzt das Essen ist jetzt nicht so mein Problem, aber ich merke halt, dass bei mir diese sportliche Komponente halt extrem fehlt.
Und was ich jetzt auch nicht schlecht finde, weil ich mache Sport sehr, sehr gerne, habe ich schon zu Schulzeiten immer sehr gerne gemacht. Sei es jetzt Schwimmen oder Badminton oder Volleyball oder Basketball, habe ich immer sehr gerne gemacht. Ich glaube, die einzigen Sachen, die ich gehasst habe, waren Zirkeltraining und ja, so Joggen, also na, so Rundenlaufen und so. Also das hasse ich heute noch wie die Pest. Allerdings wollte ich mit Joggen eigentlich auch gerne mal demnächst anfangen. Ich habe jetzt in den letzten paar Wochen so ein bisschen die Umgebung mit meinem Vater hier abgeklappert und habe einige richtig tolle Wege gefunden, eigentlich besonders zum Fahrradfahren. Ja, und wir sind da spazieren gewesen und haben gedacht, so wow, das haben wir direkt so fast vor der Haustüre und wohnen jetzt schon, weiß ich nicht, 7 Jahre hier und haben nie festgestellt, dass wir so einen Urwald vor unserem Haus haben. War sehr, sehr lustig. Und ja, deswegen, also mit Joggen wollte ich auch gerne mal anfangen. Vielleicht erst dann, wenn ich noch ein bisschen mehr abgenommen habe, weil ich da ein bisschen Sorgen um meine Gelenke habe. Und wer das ja noch nie gemacht hat, sollte sich ja am besten auch erstmal vom Arzt durchchecken lassen und alles. Und da habe ich irgendwie eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Wie gesagt, dann habe ich, also ich versuche jetzt schon fast jeden Abend klappt leider nicht, weil manchmal bin ich von der Arbeit einfach so K.O., dass ich nur eben was esse und dann tot ins Bett falle. Ich versuche jedenfalls jeden zweiten Abend, habe ich bei mir so ein Trimm-Dich-Brett, habe ich von meinem Bruder gekriegt. Da setze ich mich drauf und ja. Hallo. Oh, komm schon mal bitte da runter. Und habe jetzt vor 2 Wochen angefangen wieder zu schwimmen. Ja, das war sehr aufregend. Ich bin seit fast 6,5, 7 Jahren bin ich nicht mehr schwimmen gewesen und ich war früher eine richtige Wasserratte. Also ich war eigentlich immer schwimmen, besonders im Sommer war ich immer draußen. Ja, und dann war das halt irgendwie nicht mehr der Fall. Und ja, und nach einer gewissen Zeit, gerade in den 7 Jahren, hat man ja auch so das halt zugenommen, dieser letzte Rest, ne, was einen ja dazu jetzt bewegt hat, überhaupt mal zu sagen, stopp, jetzt ist Schluss. Und ja, das war halt schon ein bisschen Überwindung, muss ich sagen. Also ich habe meine Freundin Steffi mal gefragt, weil die ist jetzt noch länger als ich nicht schwimmen gewesen. Und die sagte auch so, ja, ja, schon irgendwie gerne und ja und ne. Und ja, und dann haben wir uns dann irgendwann spontan entschlossen, weißt du was, jetzt gehen wir schwimmen. Und ja, sie war mir auch super dankbar, hat auch gesagt, komm, dann machen wir jetzt wirklich jeden Sonntag. Und ja, das haben wir jetzt angefangen, ist sehr lustig auch. Wir gehen dann immer direkt sonntags morgens um 8 Uhr direkt gehen wir schwimmen für so 2, 2,5 Stunden. Und ja, es macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, wie konnte ich nur so lange ohne Schwimmen auskommen? Also ich liebe einfach das Wasser. Und das war einfach wieder so ein irres Gefühl, im Wasser zu sein. Und ich fand das so toll. Ja, das wollte ich gerne beibehalten. Wir sind auch gerade auf der Suche, Steffi und ich, nach einem Fitnessstudio. Haben sogar schon eins im Auge. Das wollen wir jetzt am Sonntag nach dem Schwimmen, wollen wir das dann mal besprechen. Und vielleicht auch zu so einem Probetag mal hingehen. Und ja, weil, wie gesagt, ich habe gemerkt, so vom Essen, ne, ist es soweit alles in Ordnung und alles fit und alles super und alles toll. Aber mir fehlt halt diese sportliche Komponente. Und ich sag mal so, ich wiege ja jetzt auch nicht so wenig, in Anführungsstrichen, dass wenn ich abnehme, dann sag ja, dann sieht mein Körper auch so toll aus, sondern na, ich muss schon was dafür machen, dass dann so gewisse Partien auch ja, straff werden, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Ich bin jetzt mal so mutig. Ja, gut, viele wissen es jetzt schon. Mittlerweile, seitdem ich dabei bin, habe ich auch nicht mehr das Problem, das zu sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon so knapp 5 Kilo abgenommen.
Jetzt das genaue Gewicht weiß ich halt nicht, weil ich ja jetzt zwischenzeitlich wieder mehr zugenommen habe, als mein Startgewicht überhaupt war. Und ich wiege jetzt aktuell. Ich muss mich, genau, morgen ist mein Wiegetag. Ich wiege mich immer mittwochs. Ich wiege jetzt aktuell. Wiege ich 100, also dass es über 100 ist, denke ich mal, könnt ihr euch denken. Ich wiege 127 Kilo, 8. Ja, das ist eine Hausnummer, eine ordentliche Hausnummer. Und ja, ich weiß, dass momentan ja Abnehmen ein ziemlicher Trend ist. Überall, auch auf YouTube, ne, begegnet das momentan einem ziemlich häufig. Und ja, man trifft dann selten, denke ich mal, so Leute, die halt ja, bei so einem Gewicht starten und sagen, jetzt muss da mal auf jeden Fall was passieren. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob euch das irgendwie interessiert oder sowas. Ansonsten kann ich da ja gerne nochmal, ja, euch da irgendwie auf dem Laufenden halten, falls euch das irgendwie in irgendeiner Art und Weise interessiert, was ich da noch alles für mache und, weiß ich nicht, oder falls ihr jetzt nur normal Weight Watchers kennt und nicht Weight Watchers online oder sowas, kann ich gerne euch Fragen beantworten. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwie es Leute gibt, die das irgendwie interessiert. Und ja, ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Es ist echt schön, auch so viele Leute halt um mich rum zu haben, die mich dabei zu, ja, mich dabei unterstützen. Und schon einer ist es auch schon aufgefallen, obwohl ich nur 5 Kilo abgenommen habe, aber ich habe sie jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Hi Alex. Ja, die hatte ein Foto von mir gesehen und sagte direkt so auf Facebook: Du hast abgenommen. Ich so, hä? Ich so, was? Ja, das sieht man voll. Ich so, was? Du weißt doch gar nicht, dass ich abnehme momentan. Und ja. Deswegen. Und das ist halt der Grund, warum ich momentan halt nicht so viel Zeit habe. Ich bin momentan echt dabei, am Wochenende rauszugehen und sei es nur, wenn ich jetzt halt noch nicht joggen kann, weil ich habe einmal die Laufschuhe dafür nicht. Die muss ich mir noch besorgen, weil ich es extrem wichtig finde, weil bei jemandem, der so ein Gewicht hat wie ich, richtige Laufschuhe zu haben, weil ich habe schon eine Skoliose und also eine Wirbelsäulenverkrümmung und müsste eigentlich auch Einlagen tragen, was ich nicht mache. Und ich will dann natürlich aufpassen, dass ich irgendwie keine Fehlstellung kriege oder sonstiges, ne? Kann man auch verstehen. Ja. Aber dass ich halt dann trotzdem irgendwie gucke, dass ich immer rausgehe, sei es jetzt, dass ich irgendwie bei mir die Gegend erkunde, dass ich mit meinem Vater spazieren gehe, dass ich schwimmen gehe, dass ich ne, hier Fahrrad fahre oder sei es jetzt hier zu Hause Trimrad oder ich war auch mal kurzzeitig zum Testen, weil das war für einen Monat gratis, war ich in einem Online-Fitnessstudio angemeldet. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie ein Begriff ist oder sowas, aber das ist jetzt, glaube ich, irgendwie so der neue Trend. Fand ich sehr interessant, fand ich echt cool. Das ist so wie dann, weiß nicht, YouTube-Videos gucken und währenddessen dann die Übungen nachmachen. Fand ich gar nicht mal so schlecht, hat einen auch echt ins Schwitzen gebracht. Also das war nicht schlecht. Man ist in den eigenen 4 Wänden, das ist halt ganz angenehm, ne? Man wird nicht doof angeguckt oder sonst irgendwie, aber man muss sich natürlich dann selber schön in den Hintern treten. Und das ist natürlich sowas, wo ich mir dann irgendwann so sage, so ja, okay, in gewissen Dingen machst du das ja natürlich schon, sei es jetzt, ich meine, selbst bei dem Trimrad, ne, muss man ja schon sagen, okay. Ich setze mich jetzt drauf und gehe halt nicht ins Bett direkt oder mach was anderes oder sonst irgendwie. Ja, und dann halt die Zeit dafür opfern, ne? Und dann abends da schön da sitzen und sich abstrampeln und dann duschen und dann ins Bett gehen. Und wie gesagt, am Wochenende bin ich jetzt auch momentan immer sehr oft weg und deswegen schaffe ich es einfach nicht, momentan irgendwie großartig Videos zu machen, was mir natürlich furchtbar leid tut. Ganz schrecklich. Aber ich habe auch momentan, wie gesagt, außer der Zeit, ich habe auch momentan irgendwie, ja, nichts, was ich euch erzählen konnte. Es tut mir so leid. Ich habe keinen neuen Haul. Die letzten Sachen, die ich mir geholt habe, waren jetzt entweder normale Sachen irgendwie, die ich halt brauchte. Ne, sei es jetzt irgendwie Shampoo oder Duschzeug. Ne? Ne?
Und ich muss dazu sagen, momentan gefallen mir auch so viele Sachen nicht. Also seid ihr jetzt von irgendwelchen LEs irgendwie großartig begeistert oder so? Also ich habe da jetzt noch nicht so großartiges gefunden. Also momentan spricht mich irgendwie nichts an. Zwei Sachen habe ich mir allerdings gekauft, einfach weil das gehört dazu. Weiß ich nicht. Also ich habe mir einmal hier aus der Candy Shock Catrice LE die Kaviarperlen oder wie die hier nennen, geholt in Cotton Candy. Die fand ich ganz cool, habe sie auch mal drauf gehabt. Finde ich echt nicht schlecht. Also die haben sogar recht lange gehalten. Ich meine, gut, die sind dann natürlich irgendwann abgegangen, aber auch weil ich immer damit so gespielt habe, weil wenn man immer so einen Fremdkörper auf den Nägeln hat, dann weiß nicht, muss ich da immer dran fummeln und knibbeln und sowas. Das ist eigentlich so gar nichts für mich. Aber es sah richtig cool aus und ich finde auch die Verpackung ganz cool, dass das hier so ziemlich gut dosiert rauskommt. Und ja, ich habe halt die weißen genommen, weil ich trage ja meistens, wenn eher bunte, knallige Farben und da passt das Weiß dann im Kontrast einfach besser dazu. Finde ich richtig super, bin ich froh, dass ich das bekommen habe. Und was ich mir jetzt natürlich neu geholt habe von der Essence Guerilla Gardening, wie heißt die eigentlich? Gorilla? Gorilla? Guerilla? Gardening, ach, ihr wisstet. Das Nail Effect Powder, also hier für diese Velvet Nails. Das habe ich mir in den Pink geholt. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, weil mir war das jetzt zu doof, auch den Pinsel zu holen. Ich habe hier genug Pinsel, nur ich muss mal irgendwie einen finden, wo ich sage, okay, den nehme ich jetzt für die Nägel. ansonsten muss ich mir den noch holen, keine Ahnung. Ja. Das ist eben halt das Problem. Ich bin momentan sowieso auf einem ziemlichen New-Trip. Also meine Nägel sind momentan sehr natürlich, was man ja eigentlich eher nicht so von mir kennt. Ich habe zwar jetzt auch was drauf, aber das liegt jetzt daran, dass ich sie mir wieder kurz gemacht hatte. Ich hatte so schöne lange Nägel. Ja, und dann fing das mit dem Schwimmen an und mir ist alles, weil wir gehen ja auch ziemlich lange schwimmen. Also 2,5 Stunden ist ja jetzt nicht gerade wenig und wir sind wirklich durchweg am Schwimmen. Also Steffi und ich, wir tratschen auch mal gerne, aber dann wird halt seitlich geschwommen und dann ne, dann ja, ne, wir Frauen halt, ne? Und ja, deswegen, das wird sich jetzt gar nicht lohnen. Das wäre halt so eine Sache für einen Tag und damit schwimmen könnte ich gar nicht. Das wäre ja dann sofort alles weg. Und wie gesagt, mir ist hier vorne alles, die ganzen Nägel sind mir abgesplittert. Und ja, wie gesagt, ich bin momentan sowieso auf so einem New-Trip. Ja, ist auch ungewöhnlich für mich, aber ich gucke meine Nagellacke an und ich denke nur so, nee, kein Bock. Habe ich keinen Bock. Ja. Das sind halt momentan so die einzigen Sachen, die ich mir geholt habe. Sorry. Und dafür jetzt extra irgendwie, weiß nicht, ich könnte ja eine Review machen, aber das wäre jetzt schwachsinnig einfach. Ja, was habe ich sonst noch zu erzählen? Ja, also jetzt das Wochenende war bei mir eigentlich ziemlich still. Da habe ich mir echt mal gedacht, so komm, mal Auszeit, weil ich die letzten Wochen ja immer so lange weg war. Deswegen, ich hatte eigentlich dieses Wochenende das Video schon gedreht gehabt, aber das war mir dann doch ein bisschen zu hardcore. Das ging irgendwie über eine Stunde und ich weiß nicht, das war irgendwie früh morgens und ich war noch nicht richtig wach und ich war so weg irgendwie, keine Ahnung, dass ich nur Schwachsinn gelabert habe, aber sowas von Schwachsinn. Und da dachte ich mir so, nein, das kannst du nicht hochladen, das geht gar nicht. Ja, und deswegen drehe ich das Video jetzt nochmal. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Das Wochenende davor war ich, glaube ich, nur unterwegs. Da hatte mich meine Freundin Alex aus Köln besucht. Die sehe ich jetzt bald sogar schon wieder, weil wir nämlich zum Japantag gehen. Ich freue mich wieder so, ja, wieder ein Video hochladen. Ich weiß, bei den Videos, die ich mache, da sieht man vom Japantag selber eigentlich gar nicht so viel, aber ich finde das immer so schön. Das ist einfach so, weiß ich nicht, für mich wie so ein Familienvideo einfach irgendwie. 25. Mai ist es soweit, der Samstag.
Ja, wer wird dabei sein? Wer ist in Düsseldorf? Wer kommt mit? Chaka, schreibt mir mal. Ich weiß noch nicht, welche Uhrzeit ich gehen werde. Ich bin ja sonst meistens immer so nachmittags gegangen. Also mittags, nachmittags irgendwie so 14, 15 Uhr, damit ich es bis abends zum Feuerwerk noch durchhalte, weil das Feuerwerk ist für mich einfach das Nonplusultra. Also das finde ich echt hammermäßig. Und ja. Da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Wie gesagt, Zeit müsste ich wenn noch mal durchgeben. Und ich habe das Gefühl, nee, das ist da hinten. Ja, deswegen, wer wird dabei sein? Ich freue mich. Genau, und die Alex war dann da. Und wir sind, wie war das denn? Wir haben uns Freitag in Bochum getroffen. Da hatte ich sie abgeholt vom Bahnhof. Sind wir erst was essen gegangen und dann sind wir schön ins Bochumer Planetarium gegangen. Ich liebe Planetarium. Und wir haben immer gesagt, wir wollen eine von den Musikshows uns angucken, weil die haben da ganz viele Programme, sei es jetzt für Kinder oder sei es jetzt ganz normale Astronomieprogramme oder irgendwelche, ich glaube, die haben auch Live-Lesungen. Moment, ich habe da die Seite hier noch auf. Die haben auf jeden Fall auch Live-Programm. Planetarium Live. Sterne über Bochum. Bla bla bla. Live-Tour durch das Universum. Sternzeit 2013. Also wie gesagt, die haben auch Live-Sachen, wo dann halt dazu kommentiert wird. Richtig genial. Und wir waren jetzt halt eben bei den Musikshows und ja, da gibt es einige. Und die Alex sagte dann halt so, ja, ich würde gerne in das und das und das und das gehen. Und dann habe ich mir das Programm angeguckt, habe gesagt, okay, ich würde gerne in das und das und das gehen. Ja, und dann haben wir uns im Endeffekt spontan dann entschieden, weil direkt, ja, nachdem wir das halt besprochen hatten, sagte sie, ja, jetzt am Freitag ist Keith Jarrett. Sollen wir gehen? Ich so, ja, klar. Und dann sind wir an dem Freitag in Keith Jarrett gewesen, so Köln-Konzert. Richtig schön, richtig hammer, hammer geil. Viele von euch wissen, oder einige von euch wissen, dass ich ja ein großer Jazz-Fan bin. Und das ist bisher immer noch das meistverkaufteste Piano-Jazz-Solo-Album, ich glaube, der Welt. Und es ist super. Ich habe noch nie, ich glaube, ich habe noch, nee. Also es ist ein improvisiertes Konzert. Ich habe, glaube ich, noch nie ein improvisiertes Konzert gehört. Und wenn, war das nie so geil wie das. Es ist einfach toll. Ich kann euch mal den ersten Teil, kann man sich hier auf YouTube auch anhören. Ich verlinke den mal in die Infobox, falls das einen von euch interessiert. Ihr müsst nicht den ganzen Teil hören. Der geht, glaube ich, irgendwie zwischen, weiß nicht, 20, 25 Minuten. Hört euch nur mal vielleicht die ersten 15 Minuten an. Die ersten 15 Minuten sind meine Lieblingsminuten und weiß nicht, schon die ersten Noten zu hören, das ist, ach, weiß nicht, das ist hammermäßig. Ich finde das so beruhigend. Es hat wirklich eine beruhigende, relaxende und auch irgendwie romantische Stimmung für mich. Also das ist alles zusammen und das ist einfach unglaublich, wie dieser Mensch Klavier spielt. Das ist, ach, weiß nicht, ich fand das richtig toll. Die Alex hat auch die CD bei sich. Kannte das Konzert natürlich auch. Ich habe es mir vorher, also ich habe es auch schon mal gehört. Hatte es dann kurz bevor wir da hingegangen sind, natürlich auch noch mal angehört. Und ja, das ging dann halt knapp über eine Stunde. Und während man das hört, ja, fliegt man dann halt durchs Weltall. Und ja, einmal so eine Reise von der Erde gestartet bis zum Rand und wieder zurück, so ungefähr. Also es war echt unglaublich toll. Ich liebe Planetarium, ich liebe Sterne beobachten, ich liebe einfach das Weltall und das ist einfach super angenehm, dann diese Musik zu hören und in diesen super kuscheligen Sitzen
ja, da zu sitzen. Also es ist echt klasse. Gibt es, glaube ich, Keith Jarrett noch mal am 30.8.? Moment, ich gucke gerade mal. Genau, 30.8. ist auch ein Freitag, gibt es die letzte Keith Jarrett Musikveranstaltung im Planetarium, 21 Uhr. Wir waren auch um 21 Uhr da. Und das war halt so richtig schön, weil das halt schon so spät war, in Anführungsstrichen. Und es war ja Freitag und ich kam ja direkt von der Arbeit und bin direkt dann losgefahren, damit ich es rechtzeitig nach Bochum schaffe. Ja, und da gab es natürlich dann so einen Moment, aber nicht, weil die Musik so langweilig war, sondern einfach, weil ich so richtig so tiefenentspannt war, wo ich eingepennt bin. Und die Alex so, und ich sitze so, und die Alex so stupst mich an und ich so, und ich so, was ist denn? Und dann so, dann habe ich so erstmal gemerkt, so, ach scheiße, du bist eingeschlafen, ne? Und in dem Moment völlige Stille, weil dann gerade applaudiert wurde und dann der nächste Akt kam. Und ich so, Entschuldigung. Und sie so, kein Problem. Ich so, wie laut habe ich denn geschnarcht? Und sie so, gar nicht. Hast nur laut geatmet. Ich so, okay. Dann ist ja gut. Also war richtig, richtig klasse. Ich liebe das Konzert einfach. Es ist hammermäßig. Wie gesagt, falls sich jemand für Jazz interessiert, dann kann ich euch das nur empfehlen. Es ist wirklich ein hammermäßiges Konzert. Ja, dann, wir wollen das halt jetzt auch öfter machen. Also man wird mich wahrscheinlich jetzt demnächst öfter im Planetarium antreffen. Wir wollen das halt einfach öfter machen, weil ich sehe auch meine Freundin Alex, ne, weil sie in Köln wohnt, sehe ich sie halt ziemlich selten. Und wir haben gesagt, wir wollen halt irgendwas finden, wo wir halt dann auch mal das festmachen und dann sagen können, okay, wir sehen uns dann wenigstens irgendwie jeden ersten oder zweiten Monat dann halt, wo wir uns dann treffen und dann uns so eine Show angucken. Und ja, ich weiß noch nicht genau. Also ich glaube, das nächste, was wir angucken wollten oder was ich empfohlen habe, ist Jean-Michel Jarre. Aero, richtig geil. Also das ist hier Album Oxygen. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Oder ne, ich denke mal halt, die Leute, die halt so alt sind wie ich, würden das was sagen. So die Zeit von Synthesizer-Musik, hammermäßig. Geil, freue ich mich drauf. Ich glaube, da wollen wir als nächstes rein. Moment, ich habe noch gar nicht geguckt, wann eigentlich die. Wann wäre denn wieder was? Oh, das kommt oft, das ist sehr gut. Das ist auch Samstag, Mittwoch. Moment mal, 31.05. Das ist dann die Woche nach dem Japan-Tag. Ja, muss ich sie einfach mal fragen, aber das kommt ja noch oft genug. Das finde ich gut. Dann. Genau, Jean-Michel Jarre. Dann interessiert sich Alex sehr für Chaos and Order. Müsst ihr euch mal angucken, einfach auf der Internetseite. Da sind alle Programme drin und wenn ihr da drauf geht, habt ihr, also bei Chaos and Order gibt es sogar ein Video dazu. Finde ich auch richtig geil. Das ist einfach, das hat sehr dann so mit mathematischer Symphonie zu tun. Steht auch hier Mathematical Symphony, Gleichung mit Schönen und Unbekannten. Hat Mathematik eine Farbe, hat sie einen Klang, genau, und sowas halt in der Richtung, also Chaos und ne, Ordnung halt, ne? Finde ich auch hammermäßig. Was mich auch noch interessiert, ist Star Rock Universe, weil ich habe mir angeguckt, was da gespielt wird. Da ist unter anderem Amy Winehouse dabei, Phil Collins, Kate Bush, ich liebe Kate Bush, Coldplay, Franz Ferdinand, also alles, was ich so höre, ist dabei, Muse und Supertramp Dreamer. Seitdem ich das gelesen habe, habe ich momentan extrem Ohrwurm, weil ich andauernd immer Dreamer höre. Und natürlich Tasmin Archer mit Sleeping Satellite, das war früher eine Hymne von mir. Und wo würde es besser passen als ins Planetarium. Also wenn ihr das Lied nicht kennt, es ist hammermäßig. Ich habe das lief früher immer, ich weiß nicht, kennt ihr noch oder kanntet ihr den Sender früher Onyx? Das war, da, boah, da hat man MTV und Viva konnte man in die Tonne kloppen. Also ich habe früher nur Onyx gehört. Das war mein Musiksender. Da lief meine Musik. Da lief immer meine Musik. Und es gab halt mal eine Zeit, das war so um 99, 2000 rum. Da haben die abends ab Mitternacht, glaube ich, bis, ich glaube, 2 Uhr morgens oder so, ich glaube, 2, 3 Stunden lang haben die immer die gleichen Musikvideos gezeigt. Und das fing halt, glaube ich, nee, das fing
fing das mit Tasmin Archer an? Ich glaube, das fing mit Tasmin Archer fing das an. Ging dann weiter mit Khaled, Aisha, richtig geil. Über Phil Collins und ach, was weiß ich nicht alles, also hammermäßig. Und ja, seitdem bin ich halt dem Lied verfallen, weil ich das jeden Abend, ich bin immer so lange aufgeblieben, um das halt mir jeden Abend anzuhören. Und ich liebe das Musikvideo. Das Musikvideo ist super. Ja, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Und ja, kann ja mal berichten, was wir uns dann als nächstes angeguckt, Schrägstrich gehört haben. Und dann war das Geile, dass, wie ich gesagt habe, komm, Alex, jetzt hier, Souvenirshop, ne? Und ja, ich hatte eigentlich nach Postern geguckt, aber sie hatten jetzt nicht so die Poster, die ich mir eigentlich erhofft habe. Aua, was habe ich denn hier? Weil ich wollte eigentlich so ein schönes, irgendwie so ein Weltraumposter haben und die hatten jetzt nur irgendwie so mit Planeten und deren Erklärung, wo halt auch so Sachen drauf standen. Ich will nichts draufstehen haben. Wenn ich in den Himmel gucke, steht da auch nicht hier großer Wagen. Ich wollte einfach nur ein schönes, publiges Weltallposter haben und das hatten sie irgendwie nicht. Und weil ich weiß, mein früher, mein das war jetzt einfach schon Versprecher. Ich wollte sagen, ich weiß noch, dass mein Bruder früher den Pferdekopfnebel, Bo, geh mal weg, den Pferdekopfnebel als Poster hatte und ich liebe den Pferdekopfnebel. Das ist, finde ich, eine der schönsten ja, Erscheinungen im Universum. Also das weiß ich nicht. Das finde ich unglaublich faszinierend und wunderschön. Ja, und sowas hatten sie da irgendwie leider nicht gehabt. Alex hatte auch irgendwie gehofft, so ein Poster zu finden. War halt leider nicht. Dann haben die auch super tolle Bücher natürlich von Stephen Hawking über, was weiß ich nicht, was von hier diese, was ist was oder Bücher. Haben die da alles Mögliche und Postkarten und 3D-Lesezeichen und 3D-Postkarten und ja, und was holt sich Alex? Alex holt sich ein galileisches Thermometer. Fand ich cool. Habe ich mir gedacht, hättest du auch gerne, nur kann ich wegen meinen Katzen einfach nicht aufstellen, weil ihr wisst ja, wie die hier manchmal durch die Bude flitzen. Das wäre schneller kaputt, als ich gucken kann. Und ja, und dann hatte sie ja von Samstag, von Freitag auf Samstag bei mir noch übernachtet. Und sie hat es direkt hier ausgepackt und dann so, ne? Und wer das nicht kennt, der muss das mal googeln. Das ist halt ein bisschen komplizierter zu erklären. Das ist halt dieses Thermometer, also Thermometer, mit so einer, mit so einem Wasserzylinder, also so ein Glaszylinder, da ist Wasser drin und da sind wiederum kleine Glas, Ballons drin, Kugeln drin, die wiederum mit einer mit gefärbtem Alkohol gefüllt sind. Und je nachdem, wie warm oder wie kalt es draußen ist, findet halt in diesem Wasserzylinder ein Druckausgleich statt und dann sinken diese Kugeln oder steigen diese Kugeln halt, ne? Und Alex wollte das halt ausprobieren und packt so die Hand da drum. Und allmählich fing an, so die unterste der oberen Kugeln halt zu sinken. Und sie so, wow, das funktioniert ja, das ist ja klasse, das ist total geil. Und dann habe ich auch noch meine Hand da drum gemacht. Und bei der nächsten Kugel wie immer so, sink, sink, sink. Wie die Bescheuerten. Und wir haben uns dann gefreut, als dann tatsächlich die nächste Kugel auf einmal angefangen hat, runterzugehen. Und wir, ja! Wir so die bekloppten Hühner. Man muss dazu sagen, dass meine Freundin Alex auch noch Physikerin ist und freut sich über sowas Einfaches. Das war echt, ja, so das Highlight an dem Abend. Nee, ich glaube, das Highlight an dem Abend war einfach, dass ja, wir noch bis 3 Uhr morgens wach waren, obwohl wir eigentlich am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder aufstehen wollten, um zum Frühstück zu fahren mit meinen anderen Freunden, wo wir uns noch getroffen haben. Und Alex von meinen Nagellacken so begeistert war und sich unbedingt die Nägel lackieren wollte und sich nicht entscheiden konnte. Und dann gesagt hat, ich habe dann gesagt, ja komm, entweder machst du das so. Hier ist ein Nagellackentferner. Probier aus, welcher dir jetzt gefällt. Und dann machst du hinterher, machst du halt wieder alles ab und dann machst du neu und machst dann den Lack drauf, der dir am besten gefällt. Oder, und da war ich dann schon, ja, wusste ich schon, dass da Alex eher für sein wird, du machst jeden Nagel in einer anderen Farbe.
Das hat sie dann auch gemacht. Man muss dazu sagen, dass es ja heutzutage einiges Neues im Bereich des Nail Polish gibt und es mittlerweile ja auch viele neue Texturen gibt, wie man auch ja mittlerweile weiß. Dementsprechend hatte sie nicht nur verschiedene Farben auf ihren Nägeln, sondern auch verschiedene Texturen, was auch sehr interessant aussah. Also von normal bis über Gloss, bis über Matt, bis über Sandlack. Also sie hatte alles auf den Nägeln. Das sah sehr interessant aus, aber sie war sehr, sehr begeistert. Und ja, hat sich dann noch bis 3 Uhr morgens die Nägel gemacht und ich lag schon direkt in den Federn und ich so, sorry, aber ich kann ja mehr so. Richtig geil. Ja, dann waren wir am Samstag halt noch unterwegs und am Sonntag war ich ja wieder schwimmen. Also war wieder volles Programm bei mir. Ja, das war es eigentlich. Also, ja, ich bin halt, ihr merkt, ich bin halt momentan ziemlich viel unterwegs. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Ja, eigentlich nichts. Ich wollte das Video, wie gesagt, ja auch kürzer halten als das, was ich, ne, vor kurzem gedreht habe. Das hätte ich mir nicht mal mehr nach 10 Minuten angeguckt. Und ja, habe ich jetzt noch was vergessen? Wie gesagt, ich würde gerne noch ein paar Videos machen. Ich weiß es momentan nicht. Ich bin so ratlos momentan so ein bisschen. Also ich wollte halt gucken, dass ich halt so ein bisschen noch mal irgendwie gucke nach Kochvideos. Natürlich auch wäre ja schön nach Sachen, wo ich euch auch die Weight Watchers Punkte nennen könnte, falls ihr daran Interesse habt und auch Weight Watchers macht. Dann wollte ich auch mal wieder einen Tag machen. Ich habe festgestellt, ich war da früher so eine Tag-Bekloppte. Da war doch jedes zweite Video bei mir ein Tag. Ich habe dieses Jahr noch gar keinen Tag gemacht und wir haben schon Mai. Also morgen haben wir Mai. Wir haben Mai. Es ist fast schon die Hälfte des Jahres rum und ich habe, glaube ich, noch gar keinen Tag gemacht. Und ja, weiß ich nicht, könnt ihr mir irgendwie einen empfehlen? Also ich hatte ja, ich fand das sehr schön, dass also letztens die 50 Random Facts About Me Tag zu sehen bei vielen. Ich war auch sehr überrascht, muss ich sagen, weil eigentlich bei jedem, wo ich es mir angeguckt habe, es auch nicht langweilig war. Also es hat mich wirklich interessiert und ich fand es richtig klasse und ich fand es richtig toll. Nur ich habe ja schon mal, das ist schon etwas länger her, ich habe ja mal den 100 Fakten Tag gemacht. Ja, 100 Fakten habe ich tatsächlich mal zusammengekriegt von mir. Hat zwar auch lange gedauert, ich brauchte eine Woche ungefähr. Habe mir immer, wenn mir was einfiel, was aufgeschrieben. Aber wie gesagt, ich bin ja so bekloppt manchmal. Und es gibt, weiß ich, noch unendlich viele andere Sachen von mir zu erzählen, dass ich fast eigentlich nochmal, also halt dann den 50 Random Facts About Me machen könnte. Aber ich habe dann ehrlich gesagt momentan nicht so Lust drauf, weil ich müsste das auch erst wieder alles zusammenklamüsern, zusammenklavastern. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, falls ihr da irgendwie was habt, könnt ihr mir ja mal irgendwie sagen, was euch so interessiert. Wie gesagt, Tag würde ich gerne halt mal machen. Ich will auch mal gucken, dass ich demnächst mit der Julia dann halt den, wir wollen halt auch den Freundinnen-Tag machen. Ich muss immer noch mit der Steffi die Chubby Bunny Challenge machen. Und ja, da muss ich mir eh keine Sorgen machen, dass ich irgendwie ja, Punkte zählen muss für die Marshmallows, weil je nachdem, wie viele man im Mund hat, ne, dann wird das ja eh wieder ausgekotzt alles. Dann, was habe ich noch zu erzählen? Ach ja, ich habe mir noch, ich war noch in der Meierschen. Mein Kater hat sich drauf gesessen. Oh nein, und auch Kratzer gemacht. Nein! Scheiße. Ich habe mir nämlich von Rubinrot das offizielle Buch zum Film geholt und ich bin so begeistert. Ja, ihr wisst ja, ich bin momentan ein bisschen Rubinrot bekloppt. Ja, ich bin immer noch Rubinrot bekloppt. Die Phase hat angehalten. Und ja, ich war jetzt mittlerweile auch schon 4 Mal in dem Film. Ja, das ist schon lange nicht mehr gewesen. Ich meine, ich war ja früher extrem Kino bekloppt, aber ja, aber ich bin jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Jahre nicht mehr so oft in einem Film gewesen. Bin ich selber überrascht.
Und ja, wie gesagt, ich habe den Soundtrack hier. Ich liebe den Soundtrack. Und ich habe Alex total angefixt, als die an dem Freitag da war. Wie er auf dem Rückweg von Bochum, ich ja alles erzählt über Rubinrot, ich den Soundtrack angemacht. Die Ärmste tat mir richtig leid. Wir hier zu Hause, sie sich die Nägel gemacht. Ich auf YouTube hier so Videos angemacht und so Szenen aus dem Film und hier Interviews und da Sachen und hier und ich ihr die Geschichte erklärt und alles Mögliche. Und oh, hier sind so, auch so tolle Bilder drin und oh, ich finde das Buch richtig klasse. Ja, und die Ärmste musste ganz schön leiden, aber, aber sie fand es gut. Also sie hat selber gesagt, boah, für einen deutschen Film. Hätte sie das nicht gedacht und ja, deswegen, also ja, ich hoffe ja, dass der zweite Teil gedreht wird. Boah, ich ich drück so die Daumen, ey, es fehlen noch ein paar Leutchen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ansonsten muss ich da einfach nochmal reingehen, obwohl ich ja jetzt schon vorhabe, demnächst in den neuen Star Trek-Film zu gehen und ich will in Epic reingehen, also in. Wie heißt er denn jetzt auf Deutsch? Auf Englisch heißt der Epic. Oh, wie heißt er denn nochmal? Dieser neue Zeichentrick, Animationsdingsbums-Gedöns da. Aber ich würde ihn lieber auf Englisch sehen, weil Christoph Waltz, ne, seine Stimme da mit da leid und, ne, und Josh Hutcherson und, oh, ja, und deswegen, ich würde ihn lieber im Original gucken, muss ich mal sehen, ob die da im Cinemax bei uns was anbieten können in der Richtung. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Nee, ich glaube, jetzt reicht das auch mittlerweile. Ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich einfach. Und ja, ich hoffe, das hat euch jetzt einigermaßen hier so gefallen. Ihr wart ja so begeistert, als ich das Rubinrot-Video gemacht habe, dass ich halt es so gemütlich gemacht habe mit dem Dunkel und so weiter. Deswegen, und ich dachte mir jetzt bei so einem Schnattervideo, wäre das auch wieder angebracht. Und deswegen, ich wollte, dass ihr es euch ein bisschen so kuschelig und gemütlich machen könnt. Ja, das wäre es jetzt erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!